herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Server Chimera. Ja, das ist jetzt der zweite Part auf dem Server. Zuletzt haben wir ja die 34er Rüssi versucht zu drehen, ist nichts drauf gekommen. Haben nebenbei die täglichen Quests gemacht, die ja unten rechts neben dem Fertigkeiten verteilen, ist also ein kleiner Button. Beziehungsweise wenn ihr euch einloggt, erscheint ja jedes Mal so ein Fenster. Und da seht ihr, welche Aufgaben ihr an diesem Tag erledigen könnt, und das ist dann meistens abends zwischen 23.30 Uhr und 0.30 Uhr dann auch beendet, und ihr bekommt die Sachen dann im Itemshop-Lager, zum Beispiel 20 Tigermünzen, Welpies, Fertigkeitsbücher, Konzis und ja, jede Menge andere Sachen. Also schön die Quests jeden Tag machen. Hier haben wir dann ein Falkenschild gedreht. Wir, klar, AGO ganz wichtig. Wenn AGO gekommen wäre, hätte ich das natürlich gelassen. Ja, Ziel ist es jetzt erstmal, Grotten-IQ fertig zu drehen. Da haben wir dann AGO, 10 Teufel, 20 XP bekommen. Sehr nice auf jeden Fall. Haben nicht so oft drauf gedreht. Und ja, Waffenskin, ja, ganz einfach. 20 Teufel rein und dann ist die Sache dann schon erledigt. Hab auch nicht sehr viel dafür gebraucht, bis da endlich 20 Teufel reingekommen ist. Und ja, haben dann nochmal IQ-Teile boniert, einmal so einen gehörnerten Helm, den 60er Helm wegen Ablocken und so, und einmal eine HTA, die werden wir dann auch gleich drehen. Fünften Boni fügt ein Kollege für mich ein, er hat die Monis gefarmt, da hatte ich leider keine Zeit gehabt, da war ich in Arnheim in Holland mit ein paar Kollegen und konnte da halt nicht Monis farmen, aber halb so wild. Hier drehen wir dann den Helm, Ziel ist es einfach 15 Blitz. 10 Blitz wollen wir auf jeden Fall nicht lassen. Wir brauchen auf jeden Fall, ja, 15 Blitz, damit wir in der Grotte schön stehen können. Und ja, was bekommen wir? 15 Blitz und ein bisschen Teufel. Klar, mega gefreut. Wäre natürlich besser gewesen, wenn da 20 Teufel drauf gekommen wären. Aber ist es nicht. Und jetzt sind wir an der HTA dran. Ist ein bisschen schwierig. Also ich finde allgemein, Armbänder zu drehen, ist ein bisschen schwierig. Klar kann man natürlich Glück haben, dass du nach dem ersten Dreher, nach dem dritten, vierten, fünften was richtig Gutes bekommst. Aber mit Armbänder, da kannst du ja dich zu Tode zwitschen, sage ich mal. Ziel ist es einfach auch, nur 15 Blitz drauf zu bekommen. Wenn was anderes noch dazu kommt, wäre natürlich nice. Aber habt ihr gesehen, wie viele Dinge ich da jetzt schon drauf geknallt habe? Immer nur 10 Wind, 10 Blitz oder halt ein bisschen TP. Nichts Besonderes drauf gekommen. Und ja, haben uns mal wieder neue Gegenstand verzaubern geholt. Dann haben wir wieder 10 Blitz bekommen, 10 Feuer. Können wir nicht lassen. Mindestens ja, 15 Blitz wollen wir haben. Sind nur 20 Doppeldrop gekommen. Und hier haben wir dann 15 Blitz, 10 TP Absorb bekommen. Ist okay, lassen wir auf jeden Fall so. Dann ist unser Armband schon mal fertig. Und dann geht es jetzt weiter zum Appen. Das Falkenschild habe ich schon im Livestream geuppt vor ein paar Tagen. Hat aber nicht sonderlich gut geklappt. Ja. Hab das mal plus 8 mit einer Drachensäge gemacht. Plus 9 einmal mit einem Spieltampuch. Und ja. Dann hier habe ich einfach nur mit Sieges geuppt. Weil ich dachte, okay, jetzt brauchst du keine Drachensägis mehr, jetzt brauchst du auch keine Schmiede. Ziehst das einfach komplett mit Sägis durch, bis das Teil endlich mal plus 9 ist. Und siehe da, mit Sägis klappt das wunderbar auf plus 9. Können wir da schon mal einen Haken hintermachen. Haben dann nochmal Ibis plus 4 geuppt, boniert und gedreht das Ganze. Auch, da wollen wir einfach nur 20 Teufel haben. Und ja, klar, wenn da irgendwie noch Falldef dazu kommt, oder Doppeldrop oder Bewegungsgeschwindigkeit, ist auch alles gut. Aber 20 Teufel wollen wir mindestens drauf haben. Und ja, kurz Ibis unten in die Ecke reingepackt, einmal drauf gedreht und 20 Teufel bekommen. Dann haben wir die Ohrringe auch schon mal fertig. Und dann geht es weiter mit einer Kupferhalskette. Die hat auch ein Kollege von mir den fünften Boni eingefügt, weil ich keine Segenskugeln hatte. Modi-Event war ja da, habe ich ja schon vorhin angesprochen. Und das Ganze werden wir jetzt auch mal drehen. Also was da eigentlich drauf kommen soll, ist irgendwas mit TP, Crit, und ich bin zufrieden, klar, so 1 KTP, 10 Crit, 1,5 KTP, 10 Crit, ist natürlich ganz gut, wenn mal sowas kommen sollte, aber was am Ende drauf gekommen ist, bin ich auch ziemlich zufrieden, kann man so lassen.
Und ja, was wir da bekommen haben, ist gleich soweit. Ja, weiter. 5 Crit, Crap. Ja, nochmal 5 Crit. Und da haben wir jetzt 15 Falldef, 5 Crit, 1,5 KTP, 5 DB und 30 MP Regi. Auf jeden Fall, ja, ein schickes Armband. Wäre da 10 Crit drauf noch gewesen. Aber so, ich will mich nicht beschweren. Dann haben wir die Ibis gehabt. Erst wollte ich nur plus 8 lassen, aber dachte ich, komm, hab's einfach mal. Und ja, kaufen hier mal Orgzahn Plus. Und ja, erste Mal plus 9 fehlgeschlagen. Haben wir nochmal Orks hier nachgekauft. Die waren halt ein bisschen teuer, ne? 56k pro ungefähr. Und das Ding ist wieder plus 8. Wieder ein Orgzahn Plus kaufen. Und ja, so Low-Level-Sachen kann man schön mit Segis uppen. Und das Ding ist einfach wieder plus 9 gegangen. Richtig nice. Und dann dachte ich, okay, jetzt hast du noch ein bisschen Yang übrig. Die Segis hast du noch da. Uppen wir mal die Schuhe. Und ja, plus 8. Und der plus 9er Versuch, ja, hat natürlich geklappt. Sehr nice, voll gefreut. Die Schuhe ging einfach direkt plus 9. Und ja, Kupferkette versuchen wir dann auch zu uppen. Da habe ich ungefähr, ich glaube wie viele Versuche habe ich da gebraucht? Ich glaube 3 plus 9er Versuche. Ging auf jeden Fall, ja, in Ordnung. Kurz nochmal Up-Items gekauft. Und das Ding sollte jetzt plus 9 gehen. Ja, genau. Ist plus 9 gegangen. Kette, Schuhe, Armband, Ohrringe, Schild ist fertig. Unser Helm ist fertig. Ich habe ja noch eine Blitz der Früste, die habe ich auch nochmal geupt. Und ja, jetzt kommen wir quasi schon zum letzten Clip. Vor ein paar Tagen gab es ja, so eine Schulterbandbox. Davon habe ich ungefähr für 3500 DR nur diese Bänder gekauft. Da habe ich schon welche fertig geupt. Es waren nur 16% Bänder, 11%, 12% Bänder und zum Schluss kam dann glücklicherweise noch ein 19% Band. Und ja, dann sind wir schon quasi zum Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann sage ich mal bis heute Abend im Stream, da werden wir ein bisschen questen und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao.